Heute ist der vorletzte Tag der Konferenz zu einem internationalen Waffenhandelskontrollvertrag. Gerade warten alle Diplomaten gespannt darauf, dass der Vorsitzende den neuen Entwurf eines Textes für einen Vertrag vorlegt. Der alte Vertragsentwurf hatte erhebliche Schwächen, so war zum Beispiel die Munition nicht umfasst. Das heißt, Munition sollte weiterhin unkontrolliert gehandelt werden dürfen. Auch die goldene Regel ist verbessert worden. Jetzt gilt es, die goldene Regel mit aufzugreifen oder noch einmal den Staaten zu sagen, dass die goldene Regel in den Vertrag eine zentrale Rolle spielen muss und dass die Munition und auch alle konventionellen Rüstungsgüter in den Vertrag aufgenommen werden müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle uns jetzt an Westerwelle wenden und ihm sagen, dass er standhaft bleiben muss und die goldene Regel in den Vertrag verhandeln muss.